Ich bin Andreas Köhn, Begründer und Betreiber von The Sinner and the Saint Tattoo in Aachen, das es seit 1997 gibt. Ich würde sagen, dass ich schon ein traditioneller Tätowierer bin, obwohl ich finde, dass traditionelles Tätowieren nicht darin besteht, dass man einfach nur irgendwelche ollen Kamellen nachmacht, sondern dass man halt auch daran weiterarbeitet. Ne? Es gibt diesen schönen Spruch, Tradition bedeutet nicht, dass man der Asche huldigt, sondern die Flamme weiterträgt. Und Tätowieren ist halt eine Entwicklung. Und wenn das irgendwas stillsteht, dann ist es kaputt. Das hat man oft in so Subkulturen gesehen, dass irgendwann, wenn der Punkt kommt, dass es sich immer nur noch darum geht, dass man sozusagen alten Dingen huldigt und nicht mehr in die Zukunft sieht, dann ist es meistens tot. Ne? Und ich denke mal, das Tätowieren, also das traditionelle Tätowieren lebt nur weiter, wenn man auch wirklich daran arbeitet und die Flamme ein bisschen fortträgt. Das ist mein Arbeitsraum und hier sitzt der Frodo. Die Bilder an den Wänden sind größtenteils Originale. Das ist Teil meiner Sammlung. Hier haben wir Sachen von Ed Hardy zum Beispiel, Tim Lehigh, Dan Hicks. Da mir irgendwann der Platz für Tätowierung ausgegangen ist, habe ich dann angefangen, Originale zu sammeln. Versuche halt alles zu kriegen, was in irgendeiner Form interessant ist. Ne? Also ich habe inzwischen einige Sachen, zum Beispiel von Ed Hardy, was ich nie gedacht hätte, dass ich jemals sowas besitzen würde. Aber irgendwie hat sich da die Möglichkeit doch irgendwann ergeben. Ich sammle natürlich Sachen von Künstlern, die ich besonders gut finde. Und Sachen, die mich natürlich ansprechen. Und das ist eigentlich auch der schönste Raum im ganzen Haus. Also ich habe, als ich mit dem Tätowieren begonnen habe in Mönchengladbach, war mir relativ schnell klar, dass ich da halt nicht auf Dauer bleiben kann. Das heißt, ich habe dann halt irgendwann angefangen, darüber nachzudenken, wo ich hingehen kann. Dann ist mir halt aufgefallen, dass ich Aachen immer schon sehr gerne mochte. Als es dann so weit war, dass ich sagte, okay, jetzt muss ich mal langsam woanders hin, weil es auch nicht mehr ging, bin ich dann nach Aachen gefahren und habe mir Ladenlokale angeschaut. Was natürlich zu der Zeit, Ende der 90er Jahre, auf jeden Fall auch nicht so war, dass jeder Vermieter total Bock darauf hatte, einen Tätowierer zu haben. Aber ich habe dann hier halt ein Ladenlokal gefunden, das ich dann gemietet habe. Und am 1. November 1997 habe ich dann das Studio aufgemacht. Das war am Anfang halt so, zu der Zeit war es halt so, unter den jungen Tätowierern, da wollte man nicht unbedingt so ein typisches Tattoo-Studio haben. Man wollte es halt so ein bisschen
Vorne stand ein Schreibtisch drin, hingen Bilder an den Wänden und auch kein Flash, sondern eher Bilder. Und es war so die Idee von diesem Custom, nur Custom Tätowieren und nicht dieses typische Tattoo-Laden-Flair. Das habe ich dann Jahre so gemacht. Irgendwann habe ich natürlich dann auch eine Theke reingebaut und irgendwann sah es dann aus wie ein Tattoo-Laden, weil ich gemerkt habe, dass Tattoo-Läden eigentlich total geil sind. Inzwischen sieht es halt aus wie ein Tattoo-Laden. Du bist ja im Haus gewesen. Ne? So viel Inspiration habe ich in wenigen Tattoo-Läden erlebt. Also ich will jetzt gar keinen niedermachen oder so, aber es ist einfach, ja, atmet irgendwie Tattoo-Geschichte das ganze Haus. Wir sind halt inzwischen mit über 10 Tätowierern. Das hat sich natürlich entwickelt. Als ich einen Laden aufgemacht habe, war ich alleine. Und dann sind nach und nach, immer wenn ich zu viel zu tun hatte, habe ich jemanden ausgebildet. Inzwischen halt diverse meiner ehemaligen Auszubildenden für mich arbeiten. Also immer Stefan, David, Frodo. Das sind alles Leute, die bei mir auch gelernt haben und auch immer noch bei mir sind. Was ja auch nicht ungewöhnlich, was auch nicht unbedingt typisch ist. Ne? Meistens gehen sie ja weg, aber irgendwie bleiben sie immer gerne bei mir. Ich glaube, es liegt einfach, also erstmal daran, dass der Andreas uns das echt nicht schwer macht. Ne? Also es ist alles super organisiert. Es sind immer Shop Guys, Girls am Start, die sich um alles kümmern. Material ist da, der Standard ist halt oberste Schublade sozusagen. Ne? Also es fing natürlich erstmal damit an, dass so ziemlich alle meine Lieblingstätowierer einfach alle aus der Bay Area kommen, also aus San Francisco und Umgebung kommen. Das ist halt das Tätowieren, was mich am meisten tatsächlich beeinflusst hat. Ne? Also ich meine erstmal, Marcus Pacheco war natürlich ein großer Einfluss, obwohl es stilistisch gar nicht so ein großer Einfluss war, aber es war so der erste Amerikaner, den ich halt auch wirklich kennengelernt habe, mit dem ich dann auch Kontakt gehalten habe. Ne? Und dann kamen natürlich viele von den Tätowierern, also ich sag mal, die Bay Area hatte ja so einen gewissen Stil, was Tätowieren anging. Und das war natürlich schon relativ früh mir klar, dass das ist, was ich halt gut finde. Ne? Und dadurch ist es immer wieder gekommen. Dann hat man sich halt immer wieder tätowieren lassen, hat die Leute kennengelernt, hat dann Kontakte geknüpft. Und das hat sich dann halt so entwickelt. Ne? Well, I've never worked at a shop that's really quite a range like this. I mean, it's interesting because there's so many tattooers that work here. But usually in the States, if you run across a shop where there's that many tattooers, it's like one gigantic room with everybody. It's like it looks like a cattle ranch or something. You know, it's just too huge and cavernous, and it just lacks any kind of personality or atmosphere. But what's cool about it here is that, you know, it feels more like three or four tiny shops glued together. It doesn't feel like one giant shop, so it still keeps a nice atmosphere despite having that many people, which I really like, you know. The layout of it's really nice, it's beautiful. I mean, it's one of the best collections of Flash I've ever worked around. Ich sammle halt, ich sag mal, Tätowiergeschichte, Originale, altes Flash, alte Maschinen. Das ist schon natürlich auch so ein A, weil ich traditionelles Tätowieren mag und B, weil mich das Tätowieren auch, die Geschichte des Tätowierens so interessieren würde. Ich denke, man darf, egal was man für ein Tätowieren betreibt, nie vergessen, dass man ja auf dem aufbaut, was andere vor einem geschaffen haben. Also man kann, egal was man für ein Tätowieren betreibt, nicht sagen, was interessiert mich, Ed Hardy. Ich mache ja ganz andere Tätowierungen. Es sind aber trotzdem dieselben Leute, die die Nadeln erfunden haben, die die Farben in Umlauf gebracht haben. Das heißt, man kann nicht sagen, man kann als Autorennfahrer nicht sagen, ich scheiße auf denjenigen, der den Benzinmotor erfunden hat. Ne? Das ist halt so. Und ich kann nicht sagen, was interessiert mich Sailor Jerry, wenn ich Nadelformationen benutze, die der erfunden hat. Das muss man ja sehen. Man steht ja in der Tradition. Ne? Man steht auf den Schultern von Giganten. Das heißt, man ständig eigentlich arbeitet man mit dem, was andere geschaffen haben. Und darum interessiert mich natürlich auch Tätowiergeschichte, weil es halt einfach auch ein Auseinandersetzen mit der eigenen Geschichte ist, einer eigenen Kultur, in der man arbeitet. Ich schätze am Andreas halt sehr, ne, dass er ein Freund ist, auf den man sich total gut verlassen kann. Ne? Auf den kannst du dich hundertprozentig verlassen. Der ist immer ehrlich zu dir und der sagt dir halt auch Sachen, die du vielleicht nicht hören willst. Ne? Aber das macht es halt auch aus. Ne? Das ist schon sehr. Und der ist halt super geradlinig und kompromisslos,
nicht in der unangenehmen Art, ne, aber der ist schon sehr fokussiert, was seine Ziele angeht. Und wenn er dann einmal so gesagt hat, das will ich, dann zieht er es halt auch durch. Ne? Und auf der anderen Seite ist er, glaube ich, auch so, wenn er dich einmal scheiße findet, dann ist es ziemlich schwer, aus dem Scheißetopf wieder rauszukommen. Wenn ich jemanden ausbilde, dann ist das für mich immer eine sehr besondere Sache, weil ich schon gerne den Tätowierberuf als Ganzes vermitteln möchte. Das heißt halt auch handwerklich, aber auch kulturell, also auch geschichtlich, dass ich versuche, das als Ganzes rüberzubringen. Ne? Weil ich sag mal, nur handwerklich, das würde natürlich, dann würde halt Ethik fehlen, da würde Geschichte fehlen und man würde halt vom Prinzip her den Menschen nicht das mit auf den Weg geben, dass die den Beruf auch wirklich zu schätzen wissen. Grundsätzlich ist es so, dass ich denke, dass ein Lehrling auch viel sich selber erfragen muss. Also ich bin nicht jemand, der dann alles erzählt, sondern ich erwarte, dass die Lehrlinge auch Dinge hinterfragen und fragen und so. Grundsätzlich sollte Lernen meiner Meinung nach und Wissen vermittelt bekommen, sollte schon auch aus Eigeninitiative stattfinden. Und vor allen Dingen natürlich auch, wenn jemand sich nicht interessiert, dann erfährt er auch nichts. Ne? Also ich finde, wenn das in der Ausbildung zu leicht ist, oder dann weiß man das auch nachher nicht zu schätzen. Ich bin froh, dass ich wirklich jede Phase durchlaufen habe. Ne? Dass ich unten im Laden gestanden habe, Shopgirl war, Termine gemacht habe. Einfach so den Umgang mit dem ganzen Tattoo-Alltag halt langsam lernen konnte, ne? So als Soziopath war das ganz gut, mal sich da unten reinzustellen ins Fegefeuer, weil das ist es manchmal. Ne? Wir waren ja damals nur zu dritt, also der Andreas war da, noch ein Azubi vor mir, der halt der Einzige ist, der wirklich auch nicht mehr da ist, alle anderen sind ja geblieben. Ne? Ich bin ja auch seit 2002 hier. His real technical, clean delivery of, you know, like a real nice traditional tattoo. It's kind of crazy to go to Germany to check out how an American traditional tattoo should be done, but, you know, he's definitely someone that studied the aspects of doing that. Ich denke, das Tätowieren hat sich natürlich sehr verändert. Der Zugang zum Tätowieren ist viel, viel einfacher geworden. Das heißt, es ist viel, viel einfacher zu tätowieren. Ne? Also es ist alles einfach zugänglich. Man kann gute Maschinen kaufen, man kann gute Farben kaufen, man kann gute Nadeln kaufen. Man bekommt alles und der Zugang ist sehr groß. Auch der Zugang zu Referenzmaterial, zu allem ist wahnsinnig. Das heißt, das Tätowieren ist viel, viel einfacher geworden, was natürlich manchmal die Leute, die tätowieren, wissen es oft nicht zu schätzen, was sie da tun. Auf der anderen Seite ist natürlich der künstlerische Anspruch viel größer geworden. Ne? Also ich sag mal, das, wo man vielleicht technisch nicht mehr so viel Mühe reinstecken muss, um es zu erlernen oder auch einfach mithalten zu können, das muss man natürlich jetzt auf
künstlerischer Ebene, ne? Weil natürlich die Leute, die jetzt ins Tätowieren kommen, sind oft wahnsinnig talentierte Zeichner, Illustratoren, die muss man natürlich, da muss man mithalten. Ne? Within German tattooing, I think he's made a very good role in promoting German tattooing. Not that it's any different from any other country, so to speak, but he's a positive influence on German tattooing, I think. Everyone uses these words of the good days have gone, it was better back in the day, the golden days, whatever you want to call them. I'm not so sure they were better for whatever reasons, but then the world was different back in the day. It wasn't so much they were better days, it was just different then. Tattooing completely was different. Es ist eine Karriere, ne? Früher war es keine Karriere. Früher war es so wie, das war sowas wie was Dummes machen. Ne? Man wird Tätowierer und das ist eigentlich so alle so, oh Gott. Heute ist das so, dass Mütter reinkommen und für ihre Kinder nach einer Ausbildungsstelle fragen. Weil allen Leuten klar ist, dass Tätowieren eine total geile Karriere ist. Ne? Früher war das so wie, ich werde Zuhälter oder ich werde Tätowierer. Ne? Das war keine gute Idee. Ne, und das hat auch keiner als eine gute Idee empfunden. Ne. Also die Kunden sind natürlich viel besser informiert über das, was sie haben können. Wobei man natürlich sagen muss, dass sich, was sich so gar nicht verändert hat, ist natürlich, dass es immer wieder neue Fettnäpfchen gibt, in das alle rein, in die alle reintrampeln. Ne, also ich sag mal so, die Leute, die sich über das Arschgeweih lustig machen, die lassen sich dann das tätowieren, was das neue Arschgeweih ist. Und das immer wieder. Ne? Also jede Generation, alle 3 Jahre kommen mindestens 2 neue Arschgeweihe vorbeimarschiert und die Leute lassen sich trotzdem tätowieren. Ne? Ich denke, es gibt heute wesentlich mehr Leute, die sich nicht tätowieren lassen sollten, als früher. Früher war es ein Tabu, das hat natürlich grundsätzlich gewisse Leute sowieso schon mal davon abgehalten, sich tätowieren zu lassen. Für manche Menschen war es wahrscheinlich etwas, was denen nie in den Sinn gekommen ist. Das ist natürlich, heute sieht man überall Tätowierungen, das heißt, das öffnet natürlich auch das Tätowieren zu Menschen, die es überhaupt nicht machen sollen, ehrlich gestanden. Ne, das merkt man dann manchmal im Laden, wenn dann da Leute stehen, die überhaupt nicht begreifen, was eine Tätowierung ist. Das heißt, dass Tätowierung für immer ist, dass eine Tätowierung sich verändert, dass eine Tätowierung einfach altert mit dem Menschen. Ne? Also da werden über Sachen diskutiert, die in 5 Jahren bei einer Tätowierung überhaupt nicht mehr interessant sind. Ne? Also vom Pantone-Fächer für die Farben bis hin zu irgendwelchen Details, die wahrscheinlich die nächsten 10 Jahre nicht überleben werden. Andreas hat einen sehr großen Anteil an dem Erfolg einiger Sachen. Er hat sich sehr eingebracht. Wir haben eine Nadel zusammen entwickelt, die Straight Route Liner, wer kennt sie nicht. Aber auch andere Sachen durch seine Kontakte in Amerika, die er nun mal hat, hat er mir Sachen für den Supply empfohlen, weil er auch wusste, dass ich seine Freunde dann oder die Artikel der Freunde in der Tattoo-Szene natürlich sehr, sehr gut nach oben bringe und ich professionell arbeite in Potenz Supply. Meine Liner, die ich entwickelt habe, gefielen Andreas nicht und er wollte halt Liner haben, so wie er sie früher gelötet hat. Und dann haben wir uns zusammengesetzt, Know-how zusammengeschmissen und daraus ist die Straight Round Liner entstanden, die bis heute sehr, sehr populär ist. Andreas hat gesagt, für seine Straight Round Liner würde er gern selber was zeichnen und das ist halt dieser obligatorische Sensemann, der jetzt da drauf ist. Und ich fand den auch so gut und auch so erfolgreich, dass wir gesagt haben, den nehmen wir jetzt für alle Nadeln, für die Magic Moon Nadeln generell. Und so ist jetzt Andreas Logo auf all unseren Nadeln. Ja, Aachen ist sehr, ist natürlich eine sehr historisch interessante Stadt. Erstmal war die Römer hier, ne, weil es hier eine Thermalquelle gab. Ne, Schwefel hat die Thermalquelle, die sehr gesund ist. Und dadurch waren die Römer schon hier und irgendwann kam auch Karl der Große. Der hat sich hier auch niedergelassen und den Aachener Dom gebaut.
Dadurch ist Aachen natürlich wirklich sehr geschichtlich sehr interessant. Der Dom ist um 880, glaube ich, gebaut von Kaiser Karl dem Großen, der den auch zu Lebzeiten halt vollendet hat. War zu der Zeit die größte Kirche nördlich der Alpen und gehörte halt zur Kaiserpfalz, das heißt zu seinem nicht zu seiner Festung, aber zu seinem Regierungssitz. Besteht heute halt noch. Der älteste Teil vom Aachener Dom ist das sogenannte Oktagon. Das ist der eigentliche Dom, den Kaiser Karl gebaut hat. Das ist so ein Achteck, so ein Oktagon mit so einem Turm davor. Das ist halt der Teil, den Kaiser Karl der Große gebaut hat. Der Rest ist dann später angebaut worden. Ich denke mal wahrscheinlich gotisch. Ich glaube, das Oktagon hat halt dann auch irgendwelche mystischen Gründe. Ja, als der Dom fertig war, hat Kaiser Karl natürlich eine Feierlichkeit abgehalten, und zur Feierlichkeit hat er 365 Bischöfe eingeladen für diesen Tag. Da sind aber nur 363 gekommen. Aber Gott war halt so angetan von der Geste von Kaiser Karl dem Großen, dass der in Maastricht zwei tote Bischöfe aufgeweckt hat, die dann nach Aachen gewandert sind. Und die sind dann halt durch eine Gasse auf den Dom zugekommen, und da ihre Knochen geklappert haben, heißt die Gasse heute Klappergasse. Und eine Anlehnung, das haben wir auch das Plakat für unsere Convention gemacht, da ist nämlich einer von den beiden Bischöfen drauf. Tattoo-Motive, was Aachen angeht, sind halt grundsätzlich sind die Aachener sehr lokalpatriotisch und auch sehr Tattoo-begeistert, was ihre Stadt angeht. Das heißt, wir tätowieren halt den Dom sehr oft, das Kaiser Karl Logo, den Wehrhaften Schmied, eigentlich, ich habe ganze Rücken gemacht, nur mit Aachen-Tattoos, ne? Also das Rathaus natürlich, und natürlich auch Bilder von Karl dem Großen. Das ist schon sehr ein sehr tattoo-begeistertes, also vor allem sehr lokalpatriotisches Volk, die Aachener. Japan hat mich natürlich immer schon interessiert, weil das natürlich, also ich mag japanische Tätowierungen, und irgendwann möchte man natürlich auch nach Japan. Da ist natürlich immer diese große Hürde, weil man denkt, Japan ist sehr, sehr schlecht zugänglich. Und irgendwann haben halt mein Freund Will Lolly aus den USA, und wir haben irgendwann mal darüber gesprochen, und der Olaf Lobe aus Düsseldorf, dass wir alle mal dahin fahren zusammen. Und das haben wir dann auch gemacht, und das war natürlich auch sehr cool, weil wir dann den dort den Toshi, meinen Freund Toshi, kennengelernt haben. Und damit hat sich dann sozusagen diese Tür geöffnet. Heute weiß ich natürlich, dass Japan viel einfacher zugänglich ist, als ich früher dachte. Was mich da natürlich besonders interessiert, ist das Tätowieren und natürlich die japanische Kultur allgemein. Zu unserer gemeinsamen Reise nach Japan ist gekommen, dass wir halt beide sehr reiseaffin sind, ne? Also dass für uns immer klar war, wir wollen die Sachen nicht nur im Magazin sehen oder im Video, sondern wir wollen dahin. Wir wollen nach San Francisco, und dann war die Weiterentwicklung halt so, wir wollen halt natürlich auch nach Japan, ne? Das war halt auf jeden Fall so ein Ziel, und das haben wir dann mehrmals zusammen gemacht, ne? Die Highlights auf den Reisen nach Japan waren auf jeden Fall so dieses Zusammentreffen, oder die Reise an sich ist schon ein Highlight, weil du in ein Land fährst, wo du auf jeden Fall, wie sagt man, das soziale Gefälle ist auf einmal umgekehrt. Also normalerweise ist angenommen, du fährst jetzt in ein zweite Weltland wie Thailand oder so, dann bist du halt immer der reiche Europäer, und fährst nach Japan, dann ist es genau umgekehrt. Und dieser so ein Kulturschock, kann man das gar nicht nennen, der kommt halt durch die Hintertür. Kommst dahin, bist in einem asiatischen Land, merkst erstmal nicht den Unterschied, dauert halt so 2-3 Tage, und dann merkst du halt den Riesenunterschied dann doch, ne? Und dann tätowierbezogen auf jeden Fall Leute kennenzulernen, die halt aus der japanischen Tätowiertradition kommen, ne? Den Toshi, den Meister von Toshi, den Horikio,
Das waren auf jeden Fall Highlights. Und dann das Sanja Festival in Asakusa. Einmal im Jahr gibt es in Asakusa, das ist ein Stadtteil von Tokio, so eine Parade, wo die jungen Männer oder Frauen des Viertels halt einen großen buddhistischen Schrein durch die Straßen tragen. Das ist halt deshalb sehr berühmt geworden, weil viele von denen tätowiert sind. Man denkt dann, das hat was mit deren Tätowierung zu tun, aber es hat eigentlich nicht wirklich was mit Tätowierung zu tun, sondern es liegt einfach daran, dass diese verschiedenen Gruppen, die in dem Viertel den Schrein tragen, also alle paar Straßen übernimmt eine andere Gruppe diesen Schrein. Und das ist erstmal grundsätzlich ein Arbeiterklassenviertel, Asakusa, und darum sind da eh schon sehr viele eher tätowierte Leute. Aber da ist halt auch ein Hauptquartier von der Yakuza, und da, wo diese Yakuza-Gruppe dann den Schrein trägt, sind fast alle tätowiert. Das heißt, das sind die Bilder, die man kennt, und lustigerweise, dass das seit damals, man kennt also Bilder, wo schon Ed Hardy zum Beispiel diesen Schrein getragen hat, das ist immer noch dieselbe Yakuza-Familie, die da ist. Und da treffen sich die Tätowierten. Das hat sich natürlich so ein bisschen dann so entwickelt, dass es natürlich so ein Treffpunkt für Tätowierte geworden ist, ne? Weil in Japan ja Tätowierte sich nicht öffentlich zeigen, weil die dann direkt von der Polizei schikaniert werden, und das ist halt so ein Ort geworden, wo die sich dann halt mal zeigen können. Die Tätowierung, die der Andreas von Horikyo bekommen hat, war einfach ein Wunsch vom Andreas, und der Horikyo hat das, glaube ich, super gerne gemacht, und da konnte der Andreas auch einfach sagen, ne, das ist ein Bierdeckel großer, also er hat ja keinen Platz mehr, ne? Hat halt vielleicht für eine Bierdeckel große Tätowierung an einer extrem uncharmanten Stelle noch Platz gehabt, und da ging es halt einfach nur darum, von dem Typen mal tätowiert zu werden, halt, ne? Das von dem zu bekommen und das Ganze drumherum auch zu erfahren, halt, ne? Das ist eigentlich auch immer so der Anspruch, glaube ich, gewesen bei den ganzen Reisen, die wir gemeinsam gemacht haben, tatsächlich so das live alles mitzuerleben. Dass es halt nicht nur immer so gefiltert zu einem kommt, ne, sondern auch dieses nach San Francisco fahren, nach Japan fahren, ne, die ganzen Sachen, die uns halt interessieren. Also eins der großen Highlights Japans sind natürlich die Stripclubs, besonders der in Ikebukuro, ein wahnsinniger Ort. sozusagen Woody Allen auf Japanisch im Quadrat. toll. Ich glaube, der Olaf Lobe und ich haben da denselben Humor und die Faszination mit menschlichen Abgründen. Was lustig war definitiv, ist, als wir den Laden von Tony Polito gesucht haben. Den haben wir nämlich nicht gefunden. Das ist ja in New York, in Crown Heights heißt das, glaube ich. Da sind wir mit dem Taxi gefahren und haben halt nach, also wir hatten, glaube ich, eine Adresse, ich weiß es gar nicht mehr genau, ne? Und irgendwie ist das aber mitten in so einem Wohngebiet. Gehst auch, glaube ich, ein paar Treppen runter. Also es ist nicht so ein Laden mit einer riesen Fassade gewesen. Heute gibt es den ja auch gar nicht mehr, ne? Und haben gesucht, die Adresse, und nichts gefunden. Sind da rumgerannt, irgendwie Leute gefragt, Tony Politos Laden. Der hatte, glaube ich, nämlich auch wirklich keinen. Das war einfach Tony Polito, so, ne? Und irgendwann haben wir schon fast aufgegeben. Und es wurde auch langsam dunkel. Und es war echt auch nicht so die geilste Ecke. Und dann kamen Polizisten. Und dann haben wir, ich war so ein bisschen weiter weg. Und weiß noch, wie der Andreas dann mit denen sprach. Und die erste war also auch so, ja, weiß ich nicht, wo war Tony Polito, ne? Und dann meinte er immer so, ah, Tony P. Haben wir einfach nämlich den Namen falsch genannt. Und dann so, ja, komm, wir nehmen euch mit. Und haben wir uns halt mitgenommen, haben wir gefunden. Und war da direkt schussiges Glas, vergitterte Scheiben und so, ne? Und das war total cool. Und ich freue mich auch, dass wir da waren und den kennengelernt haben. Der hat sich halt auch mega gefreut, dass Leute aus Europa da waren. Haben uns alles angeguckt, ein bisschen gequatscht und dem am Ende halt einen Haufen Acetat-Stencils abgekauft, glaube ich. Ich weiß noch, wie er irgendwie so, hier, genau, uns das halt alles so geben, hat noch uns die unterschrieben. Ich bin froh, dass ich daran gedacht habe, dass er mir meinen Namen noch draufschreibt. So, ne, hängt jetzt schön an der Wand. Ja. Alles klar. So, Flick. Sehr schön, Flick.
wie so alles im Leben, bin ich auf die Idee mit den Pizzakartons gekommen, weil ich in San Francisco in meinem Hotel bin ich an einem Papierkorb vorbeigelaufen, da lag ein Pizzakarton drin mit einem Design von Ed Hardy drauf. Und tatsächlich ist es so, dass Ed Hardy für eine Pizzeria in San Francisco bei ihm um die Ecke, wo er wahrscheinlich auch immer hingeht, den Pizzakarton entworfen hat, habe ich gedacht, das ist ja eine coole Idee. Dann Jahre später bin ich dann hier gegenüber in meiner Pizzeria gewesen und habe gedacht, ich frage mal die, ich habe mit dem Besitzer gesprochen und meinte ich so, kann man eigentlich nicht ein eigenes Design machen? Dann meinte er, ja klar, kann man das machen. Ich sage, ja, ich male dir ein Design für deinen Pizzakarton. Dann habe ich das gemacht und dann haben die es halt drucken lassen. Das ist natürlich eine schöne Sache. Die haben einen Pizzakarton, der sehr anders und besonders ist, und ich habe halt eine gute Werbung. Der Lippe, der Frank vom Tattoo Culture Magazine, der kam mich besuchen und hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, bei seinem neuen Magazin, damals vor, glaube ich, 3 Jahren, ob ich mir vorstellen könnte, da mitzumachen. Ich fand die Idee super, weil ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass der Sachen anders machen will. Und allein schon die Tatsache, dass er Tätowierer fragt, ob sie mitmachen, das ist für mich schon ein Indiz dafür, dass er halt etwas anders machen möchte. Weil ich bei vielen anderen Tattoo-Magazinen immer das Gefühl hatte, dass Tätowierer eher ausgeschlossen werden. Ich halte mich nicht besonders für weise, ne? Nur weil ich kein Problem damit habe, meine Meinung zu sagen, halte ich mich nicht mehr für weise, und ich hoffe auch, dass es auch in meinen Kolumnen rüberkommt, dass ich nicht glaube, dass ich klüger bin als andere, sondern einfach nur, oder dass ich meine Meinung nicht für automatisch für die richtige halte. Ne? Ich versuche auch schon immer rüberzubringen, dass es nur meine Meinung ist und dass ich halt auch immer gerne auch nochmal zu allem Negativen, was ich sage, auch immer noch irgendwie versuche, da was Positives rauszuholen. Ne? Also ich denke, es gibt genug Leute, die finden das doof, dass ich das mache, diese Kolumnen, weil die denken, was hat er jetzt wieder auszumeckern, für wen hält er sich eigentlich? Das ist halt so, ne? Es gibt Leute, die können eigentlich leiden, die werden dass ich dann darüber mokieren, dass ich das sage, irgendwas von mir gebe, aber ich sag mal so, damit kann ich leben, ne? Als ich angefangen habe, mich mit Tätowierung zu beschäftigen und mir Tattoo-Hefte zu kaufen, da sind mir irgendwann Tätowierungen von Marcus Pacheco ins Auge gefallen. Dazu muss man sagen, zu der Zeit hab ich eigentlich wenig auf die Namen geachtet, die da standen neben den Tattoos. Ich habe mir einfach Tattoos angeguckt. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass da Sachen sind, die anders aussehen als die von den anderen. Das waren Sachen von Marcus Pacheco, und Marcus Pacheco ist halt einer von den Begründern des dieser Bewegung Anfang der 90er, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, dieser New School Bewegung, die das Tätowieren sehr revolutioniert haben. Dann habe ich mich 1993 das erste Mal von ihm tätowieren lassen. Und er war halt auch einfach ein sehr großer Einfluss auf mein Verständnis für Tätowieren. Markus ist ein sehr zurückhaltender Mensch und sicherlich keiner, der sich selber ins Rampenlicht stellt. Der hat dann irgendwann auch nicht mal mehr einen Laden gehabt, sondern in einem privaten Studio gearbeitet, was dann dazu geführt hat, dass er so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Der hat zwar immer gut zu tun, aber so innerhalb der Tattoo-Szene ist sein Name halt immer mehr verschwunden. Die Leute, die auf seine Arbeit aufbauen dagegen, sind teilweise berühmt geworden und haben Erfolge gefeiert auf dem, was er halt eigentlich geschaffen hat und bis zum heutigen Tag schafft. Und das hat mich irgendwann sehr, sehr gestört und auch traurig gemacht, weil ich immer, wenn ich bei ihm im Studio war, dann habe ich tolle Tätowierungen gesehen, tolle Zeichnungen gesehen und gedacht, Wahnsinn, der ist immer noch so aktiv, aber kein Mensch weiß es. Ne? Teilweise haben mich die Leute gefragt, tätowiert er überhaupt noch? Und da habe ich irgendwann gesagt, dass es eigentlich schade ist, weil da geht so ein bisschen was verloren, und wie eben schon gesagt, ist die Welt ja so ein bisschen unfair. Ne? Die Leute, die Props kriegen nicht immer die Leute, die sie haben sollten. Das heißt, ich habe mir gedacht, alles klar, dann mache ich jetzt ein Buch über denjenigen, der die Props verdient. Und das war dann das Buch über Marcus Pacheco. Ich habe mich von Philipp Löhe tätowieren lassen und er hat gesagt, hey, you're from Germany, you know Andreas from Germany. So, nein, nein. Und Jahre später kam ja das Tattoo Artist Magazine, da war ja dieses geile Marcus Pacheco Cover-Up irgendwie drin mit dem Jesus und so.
Und darauf wieder Jahre später haben wir uns in Frankfurt kennengelernt. Im Osten mit Hennes, alle zusammen und so. Und dann ich so, ach, du hast den geilen Arm. Die Aachen Convention, also die Kaiserstadt Tattoo Expo, ist natürlich ein Resultat der Tatsache, dass ich so viele Leute kenne. Also es ist so, ich habe halt, ich reise viel, ich lerne viele Leute kennen, die mich anscheinend auch mögen und vor allen Dingen respektieren. Und irgendwann kam halt die Idee, mal eine Tattoo Convention in Aachen zu machen. Habe ich am Anfang natürlich gedacht, na gut, wir gehen das Ganze mal klein an und machen einfach mal eine Convention. Es wird schon, werden schon genug Tätowierer kommen. Das hat sich natürlich dann innerhalb von kürzester Zeit dazu entwickelt, dass dann alle kommen wollten und auch gerade viele aus dem Ausland, USA und Japan. Und das hat mich natürlich auch ein bisschen überrascht, hat mich natürlich sehr gefreut. Und daraus ist dann die Convention geworden, wie sie jetzt ist. Ne? Wir haben von vornherein eine sehr, ich sag mal, relativ kompromisslose das Konzept gefahren. Das heißt, wir haben auf viel drumherum verzichtet, Wettbewerbe, Bühnenshows und sowas. Auf sowas haben wir alles verzichtet. Wir wollten eine reine Tätowier-Convention machen, wo es wirklich nur ums Tätowieren geht. Wir haben kaum Verkaufsstände, wir haben auch kein Piercing. Das heißt, es ist wirklich eine sehr Hardcore-Tätowier-Veranstaltung. So with the Aachen Show, I think that's one of very few shows in the last possibly 10 years, maybe even more, that was a real tattoo show, where the emphasis on was good, solid tattooing. And I think Aachen proved you get the right format. It doesn't matter really about the venue, the parking, or the ease of getting it. If you get the right lineup of top-notch tattooing, it shows people still care about good tattooing, and there's enough people around that can differentiate between average tattooing, bad tattooing, and actually good, solid tattooing. That was the difference of that show. It was a tattoo show. Der hat damals beim Chris in Gladbach gelernt. Der ist selber in Gladbach aufgewachsen, ist ein echter Gladbacher. Aus Respekt vor seinem alten Meister ist er nach Aachen gegangen. So macht man das. Nicht wie es heute ist. Die hauen nach der Hälfte der Zeit im Sack und machen um die Ecke ein Studio auf und nehmen ja noch die Kunden weg und reden auch noch schlecht über dich. Es wird sich ein bisschen was am Line-Up ändern. Das heißt, es kommen ein paar Leute, die im letzten Jahr nicht gekommen sind. Das heißt, wir haben halt noch ein paar Leute gewinnen können, die, ich sag mal, das Ganze noch ein bisschen spannender machen. Wir werden wahrscheinlich, so wie es aussieht, in dem Zirkuszelt vor der Halle, wo wir letztes Jahr noch so akustische Live-Musik hatten, da werden wir wahrscheinlich in diesem Jahr was anderes machen. Also das heißt, wir werden sogar noch weiter von dem Entertainment weggehen, sondern noch mehr zu Education. Ne? Also wir werden wahrscheinlich Sachen machen, vielleicht Vorträge zum Thema Tätowieren. Das Ganze soll wirklich eine Hardcore-Tätowierveranstaltung werden. Das war ideal irgendwie. Das war im Prinzip, und das habe ich ja auch zu Freunden gesagt, mit denen ich über die Convention gesprochen habe, das war genau die Convention, die ich gemacht hätte, wenn ich sie gemacht hätte. Sie war eigentlich genauso, wie ich mir das vorstelle. Es war wirklich richtig gut. Es war überaus angenehm. Ich fand, dass alles, was weggelassen wurde, genau das ist, was niemand braucht. Solange es solche Veranstaltungen gibt, möchte ich auch an Conventions teilnehmen. Ich fühle mich wohl, ich möchte allen sagen, wie wohl ich mich fühle hier. Dann ist es halt eine gute Convention. Ne? Und das hatte ich da halt tatsächlich. Das ist so, wie es ist, und es war super schön. Und jetzt hat sich natürlich eine neue Gelegenheit ergeben. Da Andreas ja eben halt auch wirklich auch da wieder sehr viel Geschmack und Stil bewiesen hat, indem er eine sehr schöne Tattoo-Expo veranstaltet, jetzt in seiner Heimatstadt in Aachen. Und ja, da war es ja auch wieder so eine Vorgabe, die erste Ausstellung, eben halt Opener zu der Convention, war ja Don Etadi-Ausstellung.
Ich hatte ja mit Will Lolly, Justin Weatherholz und Chet Zona schon an der ersten Ausstellung mich unterhalten, die gefragt, ob die Interesse hätten, bei uns in der Galerie eine Ausstellung zu machen. Und dann kam Andreas und fragte mich, ob ich eventuell den Opener eben mal 2017 machen möchte, was natürlich dann echt eine große Ehre ist. Und die Jungs, die sind da auch total begeistert, bei so einem Event eine Ausstellung zu machen. Zu der Zeit, wo ich angefangen habe, waren das so die uns geprägt haben, diese Bay Area Tätowierer, und jetzt sind sie eben halt bei uns hier im Land und wir dürfen mit denen Ausstellungen machen. Und also der Andreas, der macht für die deutsche Tätowierszene sehr viel, was man so nach außen vielleicht nicht so bemerkt oder auch nicht so präsent ist. Leider sind solche Formate, die man so im Fernsehen sieht, nicht an solchen Sachen interessiert. Die Ed Hardy-Ausstellung war natürlich der richtige Türöffner, weil es die erste Ausstellung von Ed Hardy auf deutschem Boden war. Und natürlich auch sowas findet natürlich Beachtung. Also es war, ich sag mal, rein von der Aufmerksamkeit, die man dadurch bekommt, natürlich ein guter Start für die Convention. Mich hat das natürlich sehr gefreut, weil der Assistent von Ed Hardy mich darauf angesprochen hat und die gesagt haben, dass sie es gerne machen möchten. Das heißt, der Trevor, also der Assistent, den ich auch schon länger kenne, hat halt verstanden, dass das, was ich da tue, was ich da machen möchte, halt anders ist. Und der hat sozusagen darauf gesetzt. Was mich natürlich einfach freut, dass er so viel Vertrauen da eingesetzt hat. Im Nachhinein waren sie auch sehr zufrieden, also sowohl Ed Hardy als auch sein Assistent waren sehr zufrieden mit der Ausstellung, was mich natürlich gefreut hat, und ich habe auch versucht, das halt auch gut zu machen, ne? Also sprich, ein gutes Programm dafür zu bieten. Ich fand es natürlich super, ne? Das ist halt toll, ne? Weil ich meine, Ed Hardy ist einfach mal der wichtigste Tätowierer der Welt. Ich habe mir zum 20-Jährigen einen Traum erfüllt, und zwar ein T-Shirt-Design von Jack Rudy, der halt auch tatsächlich auf Anfrage T-Shirt-Designs macht oder Poster-Designs. Und diese klassischen Jack Rudy-Designs, die ist für mich halt auch irgendwie so ein Teil Tätowiergeschichte, weil der hat ja früher für die ganzen Nationals Conventions die Poster gemacht und T-Shirts und sowas. Das heißt, es hat so einen gewissen Look, und es hat für mich so ein bisschen wie, es hat halt so einen Nostalgie-Flair. Das ist halt so, das ist für mich Tätowieren. Das ist so Tätowieren. Describing Andreas in one word or one sentence, what would that be? So schwer. Ich würde sagen, eine Kerze mit 6 N, die alle gleichzeitig brennen. Tattoo Integer. Ich bin ein Andreas Köhn ist sich einfach treu geblieben. True old school tattoo artist. I would, man, just tattoo. Ich bin ein getriebener Mensch, der versucht, immer eine bessere Version von sich selber zu werden. Ist auch blöd. Ich weiß nicht. Andreas Köhn in einem Wort, Vorbild. Loyalty. I think that he emulates tattooing. Ja, Andreas ist der Boss. Auf jeden Fall. Muss ich jetzt nochmal eben drüber nachdenken. Hungry for tattooing. Andreas Köhn. Ich kenne niemanden weltweit in der Tattoo-Szene, der ein derartiges Wissen hat über Technik, Kultur, Pigmente und das Tätowieren. Honorable and loyal. Vollblut-Tätowierer. Mit Leib und Seele. Der hat mir mal gesagt, er schläft, aber ich bin nicht so sicher, ob das stimmt. Genialer Typ, der unheimlich viel für die Tätowierung in Deutschland macht. Grumpy. Ein Motivator.
Weil wenn Leute sagen, ja, man kann ja nicht dies und noch das, dann kann man immer darauf hinweisen, dass es scheinbar doch geht. Wenn man sich so das Övre, sagt man ja in der Kunst, des Herrn Köhnen anguckt. Ja, und auf jeden Fall maximal Respekt. Geiler Typ. Und es ist auf jeden Fall eine Bereicherung für mein Leben, dass wir uns näher kennengelernt haben. Nutte. And I appreciate him, and I wish there were a lot more tattooers like him. Der Prototyp eines Tätowierers, wie er sein sollte, der keinen Beruf hat, sondern der das als Berufung lebt, der das als seine Lebensphilosophie macht und das mit Leib und Seele und mit Liebe und das jeden Tag aufs Neue. Ich bin ein getriebener Mensch, der immer denkt, dass er nicht gut genug ist. Das ist wahrscheinlich.